Quelle ist aber trocken hier. Ah, Sima, stehst du auf Grün? Ja, es gibt verschiedenes Grün. Es gibt das echte Grün und das Pseudogrün. Aha. Das Pseudogrün, lass mal weg. Ey, willst du mich ärgern oder was? Nee, ich will wissen, wo du hin willst. Naja, zum Forstbotanischen Garten. Der macht heute nach längerer Zeit wieder auf in Tharandt. Und jetzt haben wir hier erstmal ein Wassertretbecken. Ich weiß, dass du mich hier weiter lotsen willst. Aber ich warte, bis aus dem Frosch der Prinz wird. Wasser braucht der Wasserfloh und das Nilpferd. Ebenso Wasser braucht der Wasserhahn, dass er Wasser geben kann. Wasser, 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 klar und hell. Wasser, Wasser, Lebensquell. Jetzt kommt der Wind. Und die Truppen. Was hast du beim Mainstream gehört? Die Truppen kommen, welche Truppen? Nee, das ist halt Ostern, da kommt der Wander Truppen. Und sei froh, dass sie Karfreitag nicht mit dem Kar kommen. Die kommen zu Fuß, das ist doch alles gut und schön. Ach ja, nee, ich meine die Regentruppen. Die Regentropfen. Die Regentropfen, ich meine die Wandertruppen. Sechs. Ja, also Frosch war ein Prinz und hat mich zu seinem Eck, zum Heinrichs Eck entführt. Aber das ist ein M, das sieht mal ja aus wie Marksteins Eck. Ja, dann kommen wir auf meine Seite, da ist es nämlich ein W. Ja, hat eben nicht nur jede Medaille zwei Seiten. Ja, und zwar ist es ein W, weil das hier der Wettinplatz ist. Die Namensgeberin des Tharander Waldes. Tharandt. Im Tal. 80 Eichen gepflanzt am Tage der 80 der Jahre. Heinrich Kotta erreicht, kräftig an Körper und Geist, wachse zu kräftigen Bäumen empor, als lebende Zeichen seiner Lehre und Tat, die sich so herrlich bewähret. 30. Oktober 1843. Ja, und kurz vor seinem Tode hat er zum 80. Geburtstag 80 Eichen hier gepflanzt. Ja, es geht bergauf mit uns. Vom Kienberg ein cleaner Blick auf den Forstbotanischen Garten, den wir eigentlich noch erreichen wollen. Das schaffen wir noch vor dem Regen. Schnurstracks nur noch durch die Weißeritz-Talhänge. Oh, sag mal, wir sind erst hoch und jetzt wieder runter. Ja, rauf und runter. Ja. Drunter und drüber. Drunter und drüber, ja. Ah. Ja, die Mauer kannst du nicht mehr sagen. Das ist negativ zu gehen. Nunmehr durch den Tharander Wald entlang eines der Weißeritzhänge im Forstbotanischen Garten Tharandt angekommen, gehen wir mal zuerst den Willkommenweg lang. Dort ist nämlich der historische Garten, der mich am meisten interessiert. Naja, wer Näheres wissen will zum Forstbotanischen Garten, der soll mich irgendwie einfach kontaktieren. Entweder 0172 370 4714 oder kronentor@online.de. Ja, und dann gibt es ja noch den Sachsweg. Den schauen wir uns das nächste Mal an. Ach, es gibt das, noch viel mehr. Ja, klar, es gibt noch viel mehr. Es gibt so viel, das schaffen wir heute gar nicht mehr. Deshalb... Glück auf, sagt der Bergmann. Glück zu, sagt der, die Müllerin.